Ich glaube halt echt, wir müssen eigentlich nochmal raus und dann durch die Tür da rein. Eine Million Geister auf einmal. Oh Gott. Oh Gott. Meine Güte. Natürlich, in dem Moment verschwindet das Herz hinter mir. So, okay, anscheinend passiert hier aber auch nichts weiter. Mario. Ah, okay, man kommt hier nämlich rein. Ach, das Telefon klingelt. Hallo? Hallo? Darf ich fragen, wer dort spricht, bitte? Pause am Apparat. Ah! Da klingelt einfach das andere. Hallo? Hallo, darf ich fragen, wer da spricht? Luigi? Puh, hier spricht Toad. Ich bin froh, keine Ahnung, was ich getan hätte, wenn am anderen Ende ein Geist gewesen wäre. Tja, wir haben ein Riesenproblem. Der Blitz hat im ganzen Haus den Stromausfall ausgelöst. Was sollen wir jetzt nur machen? Dabei fürchten wir uns fürchterlich im Dunkeln. Gibt es denn keine Möglichkeit, das Licht wieder anzuknipsen? Wie? Nein? Wissen wir auch nicht, wie man den wieder in Gang bringt. Wir haben gehofft, du hättest eine Idee. Ich habe schreckliche Angst. Weißt du, wo ich gerade drüber nachdenke? Ich erinnere mich an einen großen Sicherungsschalter im Keller. Meine Güte. Gib mir Telefons echt ab hier. Hallo? Huhu? Jemand da? Entschuldige die Überraschung. Ich bin's, Professor Igitt. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Normalerweise benutze ich ja den Gameboy Horror, um dich zu kontaktieren, aber dieses Mal habe ich das Telefon benutzt, da du in diesem Raum bist. Du weißt ja, dass all die Geister das Licht meinen und in der Dunkelheit Zuflucht suchen. Und jetzt pass auf, es gibt einen Geist, der aus der Galerie geflüchtet ist und die dunkelsten Orte aufsucht. Sein Name ist Onkel Bitterlich. Wenn er umherstreift, hast du vielleicht nur diese eine Chance, ihn zu fangen. Warum suchst du ihn nicht, bevor er dich um das Licht kümmerst? Das könnte clever sein. Selbst für einen Geist ist er recht alt, aber dadurch ist er umso umsichtiger geworden. Was ich dennoch über ihn sagen kann, ist, dass er sich gerne in Räumen mit Kleidung und Spiegeln aufhält. Oh je, die Geister nähern sich deiner Position. Gib acht, Luigi. Oh, fuck. Jo. Okay. Hundertprozentig ist hier ein Geist drin, oder? Hm. Aha. Okay, sollen wir jetzt tatsächlich versuchen? Ich glaube, wir müssen den anderen Geist finden, oder? Wenn wir den nicht finden, bekommen wir gar keinen Schlüssel für den Keller. Schätze ich jetzt einfach mal ganz klug von mir. Ach, schade. Au.
Voll fies. So. Doch dann klangelte es an der Tür. Es war nicht der Pizzabote, sondern Daisy. Nein, das musst du anders schreiben. Da musst du sagen... Doch kurz nachdem Waluigi seinen Finger über Warios Bauch zog und diesen elektrisierend im Raum stehen ließ, klingelte es an der Tür. Sie erwarteten den Pizzaboten, weil ihre Pizza bereits kalt war. Doch es war nicht der Pizzabote, es war Bowsette. Sie waren beide geschockt, aber angetan. Meine Fresse, Alter, was geht denn hier ab? So, hier ist er auf jeden Fall nicht. Au. Wie geht es weiter? Bowsette sagte... Lass mich rein, ihr Loser. Und... Waluigi ließ Bowsette in seine ranzige Wohnung. Sie sagte, Mann, was für ein Saustall hier. Soll vielleicht erstmal aufräumen und begann sich auszuziehen. Plötzlich stand Bowsette nackt in der Wohnung von Waluigi. Wario, sichtlich angetan von der Situation, entkleidete sich ebenfalls. Was alle nicht wussten, ist, dass Bowsette ein Mann-Vibe war. Sie hatte sowohl ein Penis als auch Brüste. Das machte Wario so sehr an, dass er sich bückte. Bowsette drang in ihn ein, zog sich die Krone aus, verwandelte sich in Bowser und sein Penis war plötzlich so riesig, dass Wario einfach explodierte. Und alle sind gestorben an diesem Tag. The End. Okay, wo finde ich den Scheißraum mit den Klamotten? Ich weiß, was sie meinen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, der war irgendwo unten, ne? Ja, ich glaube, wir müssen noch einen runter. Der Part wird jetzt einfach nicht monetarisiert. Ich sehe das doch schon kommen. Alter, Alter, Alter. Das und viel mehr im Shitpost Saturday. Ja, den hatten wir auch schon seit einer Weile nicht mehr eigentlich. So wie Zeit, dass der passiert. Oh mein Gott, geh doch da einfach rein. Okay, und wie kriege ich ihn jetzt? Oh. Wirklich? Geht doch. Na bitte. War doch gar nicht so schwer. Und schon haben wir... den Schlüssel für den Keller. Meine Güte, Alter. Ich dachte, das würde ihm vielleicht nichts ausmachen, wenn wir das Licht ausmachen, aber das war irgendwie auch nur so ein Scheingedanke. So, keine Ahnung, ob das wirklich geklappt hat. Aber nein, es hat nicht geklappt.
Ja doch, hier sind wir richtig. Würdest du das Spiel empfehlen? Ja, es ist ganz süß. Steuerung ist ein bisschen crappy manchmal, aber insgesamt kann man es machen. Ich finde es ganz süß, wie gesagt. GameCube-Version ist besser, aber auch die hier ist relativ kompetent. Oh ja. Uha. Ja. Ah, jetzt können wir die andere Tür aufmachen. Sehr gut. Gott, ich bin Bufalubu. Ach, liebe Güte. Bufalubu hat mich leider einfach abgezogen. Wir müssen tatsächlich mal Staub saugen. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. So. Halt, auf dem GameCube sah das so viel cooler aus, weil du da halt richtig gesehen hast, wie er die Staubpartikel und so einsaugt. Und das macht er halt hier jetzt nicht. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Weiße Handschuhe. Ein süßer kleiner Schnurrbart. Italienisches Schuhwerk. Wie bist du aus dem Gemälde? Hä? Moment mal. Deine Klamotten sind ja grün. Verstehe, du musst Luigi sein. Nicht schlecht. Einen Moment lang war ich wirklich verwirrt. Was? Du möchtest, dass ich Mario freilasse? Alles klar. Haha, nie und nimmer. Ich werde doch nicht das Schmuckstück meiner Sammlung hergeben. Mario bleibt genau da, wo er jetzt ist. Hey, was hast du denn da? Wohl ein Schreckweg 016? Du lieber Schreck. Was nun, Buhus? Gute Idee, Leute. Alle hier anwesenden Buhus, sammelt eure Kräfte, den pusten wir um. Ein tiefster Buhu-Atemzug und weg mit dir. Unfassbar. Ich habe gerade eine 5-Euro-Spende bekommen, aber ich habe leider nicht gesehen, wer es war. Aber das lässt sich sehr leicht rausfinden. Eine Sekunde. Mir entgeht hier niemand. Fast. Meistens. 90% der Zeit. Lade schneller 100 Mbit Internetverbindung. Der Fizzer hat 5 Euro gedingst. Gespendet. Gepostet. Und ein Herz dazu. Ja. Zweite Frage, jetzt Nintendo-Fachmann, weißt du, ob es eine neue Nintendo Switch gibt? Nein. Kommt eine? Sehr wahrscheinlich. Davon ausgehend, dass es drei Wii-Versionen gab, ungefähr 17 3DS-Versionen, 4 DS-Versionen, also natürlich wird eine neue Switch kommen. Es wird hundertprozentig so eine Switch XL kommen oder sowas. Mich würde es nicht mal wundern, wenn die einfach nächstes Jahr bereits irgendwie eine Switch Pro oder sowas ankündigen, welche nochmal besser ist, so im Sinne von New 3DS. Halt, das hat Nintendo schon immer gemacht, also nicht schon immer gemacht, das haben sie seit dem DS einfach, nee, seit dem Game Boy Advance haben die das gemacht. Gar nicht, seit dem Game Boy Color haben die das schon gemacht, wo sie den Game Boy Color Mini rausgehauen haben. Und dann sind sie bei dem Game Boy Advance durchgedreht, also natürlich wird irgendwann eine neue Switch-Version kommen. Als ob die sich den Cashflow entgehen lassen würden. So, ich habe irgendwas bekommen.
Oder? Nee. Oder? Man hat mich auf jeden Fall rausgekickt. Ich glaube, jetzt muss ich wieder hoch, ne? Jetzt bin ich nämlich gerade gar nicht mehr sicher, was ich überhaupt machen muss. Weil jetzt ist es, glaube ich, echt richtig viel hin und her gerenne, wo wir ständig aufs Dach müssen und dann wieder runter und dann wieder hoch und dann wieder runter und dann sind wir irgendwann durch. Irgendwie so. Also sie werden ihre Switch wahrscheinlich nicht Switch Pro nennen, weil es bereits die PS4 Pro gibt, aber halt so eine Switch... Keine Ahnung. Switch Advance, Switch Enhanced, New Switch. Ich glaube, sie werden nicht New Switch dran packen. Das ist so, da sind sie drüber hinweg, glaube ich. Was ist denn so ein cooles Ding, wo man weiß, okay, das ist so eine Professional-Anwendung, welche einen richtig cool fühlen lässt? Ich schätze halt wirklich eine Switch XL, wird es einfach sein, oder? Ein X werden sie auch nicht dran packen, weil das gibt's ja bereits in der Xbox One X. Switch Ultimate. Ach, liebe Güte. Es ist einfach ein Skeleton. So scary. Spooky. Switch Deluxe macht tatsächlich mehr Sinn, als es sollte, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, sehr gut. Aber ich glaube, eine grüne Truhe ist, dass wir nur Geld bekommen. Yep. Der Boomerang kommt stetig wieder zu dir. Und da kommen wir jetzt natürlich nicht rein. Die Musician Switch mit Autogramm. Aber das wird keiner kaufen. Ja, jetzt habe ich ehrlich gesagt echt einen Hänger. Wir vielleicht doch nochmal in den Keller runter? Ich bin mir gerade nämlich echt nicht mehr sicher. Ah, ich konnte das alles mal durchlaufen, weil das das einzige Gamecube-Spiel war, was ich hatte und ich hatte keine Memory Card, das heißt, ich konnte nicht speichern, das heißt, ich musste das ernsthaft immer in einem Rutsch durchspielen und wenn ich dann starb, durfte ich von vorne anfangen. Ach, die Stakes waren immer sehr hoch in diesem Spiel, als ich das damals gespielt habe und jetzt erinnere ich mich einfach gar nicht mehr. Kann ich ja nicht irgendwie rein? Wie kommt man in diesen Raum? Das ist doch bestimmt so ein geheimes Ding, oder?
In dem Raum kamst du nur übers Dach. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie bei Zeiten mal aufs Dach kommen. Also, es wird anscheinend hier irgendwas machen, oder? Ah, okay, ich weiß, was ich machen muss. Okay, ich verstehe. Ich muss tatsächlich die restlichen Boosts finden, oder? Ansonsten komme ich hier nicht weiter. Okay, okay. Ja, dann gehen wir mal alle Räume durch, würde ich sagen. Hier ist schon mal nichts. Ihr habt nicht gelogen, als ihr meintet, das ist jetzt ein bisschen random, was ich machen muss. Okay, der Raum ist grün. Das ist ja, glaube ich, wenn Raum grün ist, ist der ja durch. Da ist ja nichts mehr drin, ne? Das heißt, das kann ich mir tatsächlich schenken, eigentlich. Mario! Vielleicht hier draußen noch einer? Nee. Switch 4K. Ey, ich würde echt viel Geld für eine Switch bezahlen, die in 4K laufen würde. Ich hätte echt Bock auf eine richtig, richtig fettgeile Konsole von Nintendo, welche einfach 4K-Spiele abspielt. Wie die abgehen würde, okay? Wenn Nintendo halt einfach einmal sagen würde, okay, cool, wir verzichten einfach mal darauf, dass wir mega die innovativste Konsole der Welt machen, sondern einfach mal sagen würden, okay, wir hauen auf Power. Wir stecken unser Geld da rein, dass wir eine richtig fette Power-Konsole rausbringen, die so krass ist, dass sie alles auf dem Markt wegfegt. Und dann habt ihr Mario in 4K mit 60 Frames und dann schmelzen euch einfach die Augen weg oder sowas. Da wäre ich instant mit dabei. Das fände ich so geil einfach. Ach, das war ja eine Fake-Tür, ich Idiot. Das fände ich so fett großartig einfach. Das Teil gibt es dann schon 6K. Ich glaube, 6K überspringen sie, sie gehen direkt zu 8K. Aber halt auch 4K ist eigentlich immer noch ziemlich großartig. 8K ist gar nicht mal so nötig, außer du hast halt so einen 100-Zoll-Fernseher. So, also dann ist das... Ist das irgendwo so ein Ding, wo man sowas einen Unterschied machen würde, aber, ich brauchte für irgendwas Eis, glaube ich. Ah ne, ich brauchte kein Eis, ich brauchte Wasser. So. Oh je, ich habe vergessen, es zu gießen. Dann bekomme ich da schon mal keinen Dings für. Wo hat mich denn keiner daran erinnert, dass ich das Ding dingsen muss? Ja, das ist der gleiche Teil wie damals auf dem GameCube. Wo ich das gerade gelesen habe. Ist hier noch ein Buu? Yeah.